Künstliche, sanfte Hügel formen den steinigen Auswurf einer zerpflügten Landschaft. Abraum, Kies, Geröll. Regen verschleiert die Sicht auf den Horizont und zieht den Himmel ein opakes, hellgraues Kleid über. Im Zentrum des Bildes eine Gestalt mit Hut und regennassem beigen Staubmantel. Den Blick vermutlich in die graue Ferne gerichtet, dorthin, wo Landschaft und Himmel sich gegenseitig auflösen. Wir sehen nur die Rückseite dieser Gestalt, blicken mit ihr in die Weite, suchen den Horizont ab. Auf wen wartet sie? Was ist dort zu entdecken? Ist überhaupt etwas zu entdecken? Und im Zentrum aller Fragen, wer ist dieser Mensch? Ganz offensichtlich ein Mann, dessen Antlitz uns verborgen bleibt. Und was macht er hier? Und warum wurde er fotografiert? Von hinten. Ja, wer ist dieser Mensch und was macht er hier? Und warum wurde er fotografiert von hinten, Albrecht Fuchs? Er ist in dem Fall Martin Kippenberger, deutscher Künstler, den ich 1995 in Dawson City unter anderem fotografiert habe. Und das Bild, wo er von hinten fotografiert worden ist, ist eines der Bilder aus einer ganzen Serie über ihn. Und ich war 3 Tage in Dawson City und habe sehr viele Porträts gemacht. Und den genauen Ursprung dieses Porträts kann ich nicht verifizieren, wer die ursprüngliche Idee hatte. Natürlich ist dieses, klickt das ja im Hinterkopf quasi, oder es ist halt ein bekanntes Bild quasi, aber wir sind zu diesem, das ist eine Gerölllandschaft, die entstanden ist über den Abraum von ehemaligen Schwimmbaggern nach dem Goldrausch, den es im Yukon-Gebiet gegeben hat. Im 19. Jahrhundert wurde nochmal mit größeren Schwimmbaggern ein paar Jahrzehnte später nochmal nach Gold gesucht und wir waren mit Martin Kippenberger und einem Freund von ihm, der die Gegend kannte, und der meinte, jetzt fahren wir nochmal dort zu den Abraumfeldern. Und dort sind eine Reihe von Bildern entstanden. Und ich glaube, es war einfach so, dass sich Martin Kippenberger in dem Fall umgedreht hat. Und ich habe bei den Kontaktabzügen, das kann ich nicht mehr verifizieren, haben wir erst die Bilder gemacht, wo er in die Kamera guckte, oder haben wir erst das gemacht. Aber es war so ein bisschen eine Übereinstimmung, wo er was vorgegeben hat. Und es war so eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo es nicht vorher definiert war, jetzt machen wir das Caspar David Friedrich, den Moment stellen wir nach. Mhm. Also so war es nicht. Mhm. Weil du sagtest es gerade, es ist ja dieses bekannte Motiv von Caspar David Friedrich aus der Romantik, Wanderer über dem Wolkenmeer. Ja. Und es ist ja bei jemandem wie bei Martin Kippenberger durchaus zu vermuten, dass er die gesamte Kunstgeschichte natürlich kennend auch bewusst mit solchen Motiven spielt. Ja. Kommt sowas öfter vor, dass du bei Porträts von Künstlerinnen und Künstlern auf so Bildideen stößt, wo dir dann klar wird, das kenne ich von anderen Bildvorlagen? Also mir kommt das kommt schon häufig vor, wenn man quasi Bilder macht und Fotografie, dass man es ist so eher ein intuitiver Prozess im Entstehen, dass man so einen Abgleich im Hinterkopf hat über Filme oder Bilder, die man schon gesehen hat. Und in dem Fall war es, wie ich schon gerade besprochen habe, hat es so einen unausgesprochenen Abgleich gegeben. Jetzt sind ja gerade in Dawson City eine ganze Menge an Bildern entstanden. Es gibt einen eigenen Katalog dazu, MK95. Genau. Erzähl doch mal, wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit mit Martin Kippenberger? Ja, nochmal ganz kurz, der MK95 war eigentlich das Buch, was ich 2008 gemacht habe. Das waren meine gesamten Kippenberger Porträts. Und das Buch begann mit einem Porträt im Hotel Chelsea in Köln, wo er damals wohnte oder wo er häufig untergebracht war. Und Martin Kippenberger war ein Künstler, der mich immer schon interessiert hatte, auch schon zu Zeiten, wo ich, als ich in Essen studiert habe. Und über einen befreundeten Galeristen habe ich den Kontakt zu
Martin Kippenbergers Assistenten Johannes Wohnseifer bekommen. Und es war eigentlich meine Initiative, ihn zu fotografieren. Und ich habe ihn im besagten Hotel Chelsea in Köln getroffen. Aber schon im Chelsea hatte er mir von Dawson City erzählt, wo er in dem folgenden Sommer hinfliegen wollte, um dort eine U-Bahn-Station, also eine fiktive U-Bahn-Station im Rahmen seiner Arbeit Metronet zu eröffnen. Das heißt, ursprünglich war es meine Idee, ihn zu porträtieren, und die ersten Bilder waren auch die persönlichsten Porträts. Und dann war ich noch einmal in seinem Atelier in St. Georgen im April. Die ersten Bilder sind im Februar entstanden und im August in Dawson City. Und der dritte Fototermin war dann am stärksten inszeniert von Martin Kippenberger in dieser Landschaft. Er hatte auch einen Hut gekauft, wie ihn Buster Keaton in Filmen anhatte, den er auch mal irgendwo in dieses Nordmoment. Also Kippenberger hat auch sehr genau gewusst, wie er was einsetzt, und er wusste auch genau, wie er quasi meine Art zu fotografieren für sich einsetzen kann. Mhm. Aber es war dann trotzdem so, dass ich habe das umgesetzt, wie ich es wollte, und es hat sich so ergeben in diesen 3 Tagen, die auch relativ alkoholgeschwängert waren, haben wir eine sehr große Anzahl von sehr guten Bildern, muss ich mal sagen, konzentriert, fast wie nebenbei erstellt. Also es war ein richtiger Workflow, den ihr zusammen entwickeln konntet. Das war ein richtiger Workflow. Ja, man sieht ein Bild in der Bar, da steht 4. August 1995 auf dem Kalender. Ich war, glaube ich, vom 3. August bis zum 6. morgens da. Das heißt, wir haben dann immer mal jeden Tag wieder fotografiert zwischen den Ausflügen oder auch dabei und den Mahlzeiten und abends. Also das war schon recht konzentriert. Jetzt muss man dazu sagen, du fotografierst normalerweise mit Mittelformatkamera. Genau. Das heißt, du brauchst auch immer ein bisschen Zeit, bis du aufbaust. Das war noch die Zeit, die analog war. Ja, das war die analoge Zeit. Und eine Filmrolle hat 10 Aufnahmen. Dazwischen wird der Film gewechselt. Das heißt, das ist auch schon mal mindestens 1 bis 2 Minuten quasi Pause. Und das war so generell für die Porträts häufig auch manchmal ein ganz gutes Moment des Innehaltens, wo man auch immer im Dialog war mit den Porträtierten. Mhm. Aber die Arbeit war mit der Mittelformatkamera und immer vom Stativ. Also bis auf vielleicht 2 Bilder bei der Eröffnung, also waren ohne Stativ. Mhm. Also das bedeutet einfach auch, dass man schon relativ viel Zeit beansprucht für diese Aufnahmen, und Kippenberger war ja eigentlich ursprünglich nicht da, um Porträtaufnahmen zu machen, sondern wie du schon sagtest, sein weltweit umspannendes U-Bahn-Netz. Gut, das ist halt, es gab einen Eröffnungstermin, und er war mit seiner Galeristin Gisela Kapitän aus Kalifornien gekommen, wo sie vorher einen Sammler besucht haben, und letztendlich gab es da auch schon Zeit, und die U-Bahn-Station wurde auf dem Hotel von einem Freund von ihm, Reinhard Nohall, einem ehemaligen Besitzer der Paris-Bar, einer der beiden, installiert. Das heißt, in den 3 Tagen, ja gut, wir brauchten ein bisschen Zeit, aber er hatte auch Zeit. Also es war jetzt ein Eröffnungstermin mit ein paar Leuten, Touristen oder auch Dawson City-Leuten. Es war jetzt kein Kunstevent, wo er wahnsinnig eingespannt war. Mhm. Also die Zeit war vorhanden. Und das war ja auch schon quasi geplant. Irgendwann mussten ja Flüge gebucht werden, und der hatte mir ja schon im April gesagt, dann zahle ich dir die Hälfte vom Flug und dann machen wir da was. Und dass daraus hinterher dann auch dieses Buch entstanden ist, das war ja, Kippenberger ist nur 2 Jahre später gestorben. Ursprünglich wäre ich auch nochmal nach Griechenland gefahren, um eine weitere Station zu fotografieren. Nur leider hatte er zwischen Dawson City und Griechenland seine spätere Frau Elfi Seemutan kennengelernt, die auch Fotografin ist. Insofern waren meine Dienste nicht mehr vonnöten.